sind, die neue Regierung müsste dasselbe machen wie die alte Regierung, dann sagen wir den Griechinnen und Griechen auch, sie müssen gar nicht mehr wählen gehen. Das hat sich alles erledigt, spielt ja keine Rolle. Es geht danach genauso weiter wie vorher. Das geht einfach nicht. Wirklich, das geht einfach nicht. Und deshalb muss ich jetzt der Druck erhöhen, damit die Liquidität gewahrt bleibt, damit auch nicht andere Auswege gesucht werden und damit vor allen Dingen kein Unfall passiert. Und ich sage es hier noch einmal, wenn der Euro wirklich krachen sollte, dann leidet Deutschland am meisten darunter. Unser Export bricht dann zusammen. Der bricht dann wirklich zusammen. Also können wir uns dieses Spiel gar nicht leisten, kann ich nur sagen. Und zu Ihrer Frage will ich auch noch was sagen. Also das Klima war nicht unangenehm im Gespräch mit Frau Merkel. So viel kann man sagen, dass es sicherlich Vorstellungen gab, die man korrigieren konnte. Aber das heißt keineswegs, dass es leicht wird. Weil auch Sie als Anhängerin des neoliberalen Kurses den eben die griechische Regierung nicht will. Und das verstehe ich auch. Ich will ihn auch nicht. Herr Tsipras ist ein Glücksfall für Europa? Herr Tsipras ist ein Glücksfall für Europa schon deshalb, weil wir das erste Mal über eine Wende in der Politik der Europäischen Union und der Eurozone nachdenken. Wenn es weiter so geht, dass wir nur Armut erzeugen in Südeuropa und vorher auch in anderen Ländern, wir hatten ja in Deutschland auch den größten Niedriglohnsektor ganz Europas, dann wird Europa für die nächste Generation abgeschrieben. Wenn man das europäische Projekt will, muss man mit dem Wort Europa wieder Wohlstand verbinden, eine Aufwärtsentwicklung und nicht eine reine Abwärtsentwicklung. Insofern ist das, finde ich, eine gute Chance für Europa. Herr Gysi, Sie haben ja auch gehört oder vielleicht hat Ihnen Herr Tsipras erzählt, dass auf der Reformliste auch Dinge stehen, die die Linke ja hier bis ans Wasser bekämpft hat. Stichwort Rente mit 67, die Tsipras in Griechenland einführen will. Was haben Sie Ihnen denn dazu gesagt? Wir haben uns unterhalten über Privatisierung, wir haben uns unterhalten über die Erhöhung von Verbrauchssteuern und da ist uns klipp und klar gesagt worden, das ist das, was die Regierung nicht will, sondern was ihnen immer vorgeschlagen wird, dass sie es machen sollen, während sie den Reichtum besteuern wollen. Und soweit es überhaupt um Privatisierung geht, muss der Staat drinbleiben, muss das Ganze auch nutzen der Bevölkerung. Jetzt die ganzen sogenannten Privatisierungen waren noch immer nur Zahlungen an die Banken. Ich meine, es kam ja gar nichts raus für die Bevölkerung. Wir dürfen auch nicht vergessen, auch die ganzen Darlehen, die gewährt worden sind, sind Zahlungen an die Banken erfolgt, zu über 90%. Und das war nicht nötig. Man hätte die Banken auch pleite gehen lassen können. Dann hätte man den Bürgerinnen und Bürgern, den kleinen und mittelständischen Unternehmen ihre Konten ersetzen können. Aber hätte den Großgläubigern gesagt, ja Pech gehabt, ihr habt weltweit spekuliert und habt da verloren. Wieso müssen wir die eigentlich alle bezahlen? Das verstehe ich nicht. Aber den Fehler, den hat nun wirklich nicht die linke Regierung begangen, sondern den hat die Europäische Union, oder besser gesagt die Troika begangen, und zwar mit Druck der Bundesregierung. Also, über die Rente selbst haben wir nicht gesprochen. Über die Rente selbst haben wir nicht gesprochen. Ansonsten ist uns aber versichert worden, dass Sie dazu stehen, ein neoliberalen Kurs zu fahren und deshalb sich auch nicht unter Druck setzen lassen, das Gegenteil zu tun. Und das war bei der Frage Privatisierung und bei der Frage Verbrauchssteuern und so weiter, Reichtumsbesteuerung ganz deutlich. Und bei der Flucht der großen Vermögen hat er Ihnen auch erklärt, welcher Reichtum da noch ist, den er besteuern möchte? Ja, da existiert sehr viel Reichtum, zum Beispiel in Luxemburg, da finden auch Gespräche statt. Vielleicht könnten wir auch in Deutschland, vielleicht könnte man auch in Großbritannien, vielleicht könnte man auch in Frankreich sagen, dass wir vorübergehend alle Konten über 200.000 Euro erstmal einfrieren und mal sehen, ob da die Steuern bezahlt worden sind. Kann man ja befristet machen. Wenn ja, ist alles okay und wenn nein, müssen die Steuern abgezogen werden. Warum können wir nicht in ganz Europa endlich US-Recht einführen und sagen, wir knüpfen die Steuerpflicht auch an die Staatsbürgerschaft? Das haben wir ihm zum Beispiel gesagt als Idee, das hat er mit großem Interesse zur Kenntnis genommen und sich notiert, weil ich bin das auch leid, dass die reichen Griechen sich immer irgendwo einen Wohnsitz suchen, wo sie möglichst keine Steuern bezahlen, bloß nicht in ihrem Land Steuern bezahlen. Ich bin das übrigens auch bei reichen Deutschen leid, dass sie ihren Wohnsitz immer in Österreich oder in Monaco oder auf den Seychellen finden, bloß weil sie hier keine Steuern bezahlen wollen. Zwar 14 Bundesverdienstkreuze entgegennehmen, aber bloß keine Steuern bezahlen in Deutschland. Nee, das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Und die USA haben das wirklich gut geregelt. Die sagen einfach jeder US-Bürgerin und jedem US-Bürger, du kannst wohnen, wo du willst, das interessiert uns gar nicht. Einmal im Jahr musst du uns mitteilen, was du weltweit verdienst, was du weltweit für ein Vermögen hast und wie viel Steuern du in Monaco oder wo auch immer dafür zu bezahlen hast. Und wenn du hier mehr Steuern zu bezahlen hast, dann
musst du die Differenz überweisen. Und wenn du dich nicht meldest oder falsche Angaben machst oder nicht bezahlst, komm lieber nicht nach Hause. Dann wird nämlich ein richtiges Strafverfahren eingeleitet. Warum können wir das nicht in Europa machen? Agisi, in Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Griechenland. Kommt Griechenland wieder zu Wachstum? Ja, das geht natürlich nur, wenn man die Politik der sogenannten Troika, ich lasse sie jetzt mal weg, und der Europäischen Union umstellt. Anstatt das Geld in die Banken zu stecken, hätten wir von Anfang an für Investitionen sorgen müssen. Ich nenne immer drei Bereiche, wo Griechenland Investitionen benötigt. Bildung, Schiffsindustrie und Tourismus. Und wenn man das macht und vorher die Finanzämter richtig aufbaut, das Katasteramt richtig aufbaut, die Bestechung wirklich bekämpft und Steuergerechtigkeit herstellt, dann haben die höhere Einnahmen und können alles zurückbezahlen. Und davon hat auch unsere Bevölkerung was, weil erstens unser Export nach Griechenland dann wieder auflebt und weil ja die Kaufkraft wieder da ist und weil wir zweitens dann nicht haften für die Schulden Griechenlands, für die wir gegenwärtig zu 27% haften. Ich sage das immer wieder, das sind gegenwärtig 60 Milliarden Euro, die wir bezahlen müssten, wenn Griechenland pleite geht. Darüber wird gar nicht diskutiert. Das hat aber meine Regierung, ich meine gegen unseren Willen, meine ist es auch nicht, aber es ist unsere Regierung, sagen wir mal so, unterschrieben. Und das ärgert mich. Und wie löst man das Liquiditätsproblem momentan, das dringende Liquiditätsproblem? Ja, das muss man dadurch lösen, dass man jetzt der griechischen Regierung zum Beispiel hilft, diese Steuereinnahmen von den Guthaben wirklich zu bekommen. Da sind Länder wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, aber auch Luxemburg gefragt. Entweder wir meinen das ernst oder wir meinen das nicht ernst. Ich sage ja, man kann auch den Crashkurs fahren. Aber niemand, auch Herr Schäuble nicht, auch Frau Merkel nicht, können einschätzen, was passiert, wenn es zum Crash kommt. Wissen Sie, ein Unfall ist nicht berechenbar in seinen Folgen. Also warne ich davor, wir dürfen hier nicht leichtfertig spielen. Niemand. Herr Gysi, warum gibt es dieses Statement hier nicht gemeinsam mit Herrn Tsipras? Weil Herr Tsipras schon wieder das nächste Gespräch hat. Der hat reichlich zu tun. Ja? Ich weiß ja nicht, ob er Ihnen nachher eine Stellungnahme abgibt. Das ist seine Entscheidung, ist ja nicht unsere. Haben Sie mit Herrn Tsipras auch über seinen Koalitionspartner gesprochen? Kurz, sehr kurz. Dass der uns nicht besonders liegt, weiß er. Waren die deutschen Schulden auch ein Thema? Ja, es war insofern ein Thema, als mir der Vertrag überreicht worden ist, der 1960 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem damals dem Königreich Griechenland unterzeichnet worden ist. Und den habe ich mir angesehen und habe Folgendes festgestellt. In dem Vertrag ist eine Entschädigungszahlung in 4 Raten von 115 Millionen D-Mark vereinbart worden. Und zwar nur zur Entschädigung von Schäden bei Menschen, die rassisch, weltanschaulich oder anders diskriminierend durch Nazi-Deutschland verfolgt worden sind. Und auch für die Hinterbliebenen bei dadurch Umgebrachten. Und dann ist gesagt worden in dem Vertrag, dass auf weitergehende Forderungen diesbezüglich, also hinsichtlich dieses Vertragsgegenstandes, verzichtet wird. Dann gibt es noch eine Ausnahmeerklärung, dass das allerdings nicht gilt, dieser Verzicht, wenn nach Artikel 5 des Abkommens von Paris, des Schuldenabkommens, das war es mal weg, das allgemein wieder aufgerufen wird. Das ist nicht wieder aufgerufen worden. Aber es gibt ein Problem mit dem Zwangsdarlehen und mit Reparationen für Kriegsschäden hat das Ganze nichts zu tun. Kriegsschäden sind aber kompliziert, aber das Zwangsdarlehen, deshalb thematisierte ich das immer, das waren ja fast 500 Millionen Reichsmark. Da wurde die griechische Regierung gezwungen, dieses Geld an Nazi-Deutschland zu überweisen. Nazi-Deutschland hat selbst immerhin 2 kleine Tranchen schon zurückgezahlt. Und dann kam glücklicherweise das Ende des Nazi-Regimes. Und dieses Darlehen ist offen. Und es ist so schwer, der griechischen Regierung zu erklären, dass sie ihre Darlehen zurückzahlen muss, wenn wir sagen, unser Darlehen zahlen wir nicht zurück. Das ist ein bisschen kompliziert. Und es gibt im Völkerrecht keine Verjährung. Es tut mir leid, es gibt im Völkerrecht keine Verjährung. Sodass ich zumindest gut finde, dass Steinmeier und der griechische Außenminister jetzt vereinbart haben, was bilden sie da? Expertenkommission. Ja, und so eine Kommission, sage ich mal, eine Arbeitsgruppe, die darüber diskutiert. Und da muss es Ergebnisse geben. Wir können das ja auch nicht so auf uns sitzen lassen, das will ich jetzt auch mal deutlich sagen. Es ist ja auch peinlich als eines der reichsten Länder Europas. Also wir müssen es so lösen, dass wir kein schlechtes Gewissen diesbezüglich materiell mehr haben müssen und gleichzeitig die Ansprüche Griechenlands auch befriedigt. Herr